Das letzte Schuljahr. Endlich ist es dann auch vorbei. Ihr habt das geschafft. Ja, es liegen noch einige Kapitel vor uns, aber dann werdet ihr sehen, geht es ziemlich schnell zwischen ab zur Abschlussprüfung. Und da wird die quadratische Funktion einen großen Teil mit beinhalten. Wir klären das Ganze heute mal einfach mal von den Worten her. Funktionen haben wir in der 9. Klasse kennengelernt. Eine Funktion ist nämlich eine Zuordnung. Jedem x wird genau ein y-Wert zugeordnet. Das habt ihr damals in den Zeichnungen erkannt. Wir kennen die linearen Funktionen, nämlich die Geraden. Da bekommt jeder x-Wert, bekommt ein anderes y und dann ergibt sich eine Gerade. Nun haben wir aber eine quadratische Funktion und keine lineare Funktion. Also zeichnen wir einfach mal ein Quadrat. Daher muss es ja kommen. Die Seitenlänge von einem Quadrat ist x und jetzt suchen wir halt eine Zuordnung dazu. Eine Zuordnung, also wo ich quasi dieses x einsetze und ich erhalte was Neues. Ja, das ist doch zum Beispiel beim Umfang der Fall. Der Umfang ist 4x, also ich setze quasi dieses x hier ein und bekomme einen sogenannten Funktionswert. Wenn ich, mache jetzt mal eine Tabelle, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Quadrat mit Seitenlänge 1 habe, bekomme ich einen Funktionswert von 4. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt einzeichnen täten, 1 und 4 wäre quasi eine Zuordnung. Das heißt, wir haben hier eine Funktion für diese Funktionsgleichung. Bei 2 kommt 8 raus, den Punkt können wir auch einzeichnen, bei 3 kommt 12 raus. Ihr seht ja, wo das hinläuft, bei 4 16 und diese Punkte kann ich natürlich auch weiter einzeichnen. Tja, das ist nichts anderes als eine lineare Funktion. Ihr erkennt schon, wir hätten theoretisch eigentlich nur zwei Punkte einzeichnen müssen aus diesen Zahlenpaaren 1 4 und 2 8 und dann wäre es schon diese Gerade gewesen. Also das kann nicht ganz die quadratische Funktion sein. Nein, wir suchen eine Zuordnung, wo hier nicht x 4x zugeordnet wird, sondern etwas Quadratisches. Ja, etwas Quadratisches wird zugeordnet, wenn man zum Beispiel den Flächeninhalt bestimmt. Der ist ja x Quadrat. Ja? Also kann ich doch eine Funktionsgleichung bestimmen, die heißt y gleich x Quadrat. Jedem x wird genau ein y-Wert zugeordnet und dieser y-Wert wird eben das x quadriert. Bei 1 kommt 1 raus, also kann ich das auch wieder einzeichnen. Bei 2 kommt die 4 raus, kann ich auch einzeichnen. Und bei 3 kommt die 9 raus. So, wir denken eindeutig, ist keine Gerade mehr. Deutlicher wird es, wenn ich das Ganze einzeichne. Wenn ich das miteinander verbinde, dann gibt es so einen Knick. Ja. Davon erkennen wir noch nicht, wie der Graph ausschaut. Bei der linearen Funktion war das ziemlich einfach. Zwei Punkte gezeichnet, habe ich gewusst, es wird eine Gerade. Jetzt muss ich mich dem Ganzen ein bisschen anders nähern. Ich habe jetzt einfach mal diese Wertetabelle hier etwas erweitert. Also ich nehme jetzt zum Beispiel die Werte zwischen 2 und 3 noch dazu. Wenn ich das Ganze jetzt quadriere, dann erhalte ich, wenn ihr das nicht mehr auswendig wisst, dann den Taschenrechner. Es kommt 6,25 raus für diejenigen, die noch gut im Kopf rechnen sind. Also wenn ich das Quadrat von 2,5 bilde, erhalte ich 6,25. Dann nehme ich den Wert hier raus, dann kommt 2,25 raus. Das Quadrat von 0,5, das könnte man echt auswendig hinkriegen. 5 mal 5 ist 25, 2 Komma stellen, 0,25. Und dann die Zahl 0 dazu. So, jetzt zeichne ich mal alle diese Punkte ein. Das geht also hier irgendwie, sieht man das, keinen Knick, sondern es geht eine Kurve. Ja? Aber was danach passiert, kann ich immer noch nicht sagen. Bei einer Geraden wusste ich, es geht halt einfach irgendwie im anderen Quadranten weiter. Also erweitere ich mal noch meine Wertetabelle und gehe quasi von minus 3 bis 3. So eine Wertetabelle gibt man immer an in Intervallschreibweise. Also meine x kommen aus dem Intervall von minus 3 bis 3. Die minus 3 gehört dazu und die 3 gehört auch dazu. Das heißt, ich muss von allen Werten zwischen minus 3 und 3 die Funktionswerte bestimmen. Und das Intervall von x, also von dem x zum nächsten x, ist immer 0,5. Das Delta heißt quasi der Unterschied zwischen zwei Xen. Und das ergibt eben hier so einen Schlauch. Also, jetzt berechnen wir noch die weiteren Werte. Minus 0,5 in Klammern im Quadrat. Ich nehme ja den ganzen Wert ins Quadrat, gibt plus 0,25. Minus 1 zum Quadrat gibt plus 1. Minus 1,5 in Klammern zum Quadrat, selbstverständlich, weil ich ja das komplette x quadrieren muss, gibt plus 2,25. Ja, und der Gefuchste wird es doch eigentlich jetzt schon erkennen. Schaut mal, was da für Werte rauskommen. 0,25, 0,25, 1, 1, 2,25. Welche Überraschung, es wird hier 4 rauskommen, es wird 6,25 rauskommen und es wird 9 rauskommen. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft von dieser
quadratischen Funktion. Das hier sind jetzt diese Zahlenpaare, die ich noch im negativen Bereich gezahlt habe. Also minus 0,5, 0,25, minus 1, 1. Ihr müsst hier keine großen Kreuze machen, so wie ich das habe. Das habe ich jetzt nur zur Veranschaulichung. Ihr könnt auch kleinere Kreuzchen machen. Es sind im Endeffekt bloß Punkte, die auf diesem Graphen liegen. So, und wenn ich das jetzt miteinander verbinde, dann erhalte ich eine Kurve, könnte man sagen. Man nennt das Ganze eine Normalparabel. Ja? Aufpassen beim Zeichnen. Meistens machen die Leute hier unten immer Knicks hin. Ja? Es sollte eine schöne, geschwungene Linie sein. Eben nicht so wie vorhin, wo wir es gesehen haben, dass man einfach bloß die Punkte miteinander verbindet, sondern es soll schön durchgezogen sein. Bitte bemüht euch da. Das ist wichtig, dass man sich da Mühe gibt. Denn wenn man das kraxelig am Anfang macht, dann wird es nie wieder was. Und in der Abschlussprüfung gibt es immer mindestens einen Punkt nur für eine Parabel zum Zeichnen. Es wäre ja schade, wenn man das jetzt nicht gleich richtig eintrainiert. Einen Punkt, den haben wir besonders, das ist dieser Punkt S hier unten, 0, 0. Warum ist der besonders? Das ist derjenige, da wo sich die Spreu vom Weizen trennt, könnte man sagen. Denn alle Punkte, die rechts von dem Scheitelpunkt sind, finden sich links vom Scheitelpunkt oder links von der Y-Achse wieder. Dieser Scheitelpunkt ist quasi so das Zentrum der Parabel. Die Funktionsgleichung heißt y gleich x Quadrat und diese Funktionsgleichung nennt man jetzt eine quadratische Funktion. Eine quadratische Funktion. Ja? Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, aber das ist jetzt die erste, die wir mal kennenlernen. Der Graph zu dieser quadratischen Funktion nennt man Normalparabel, also ist genau die hier, die wir jetzt hier gezeichnet haben. Die ist symmetrisch zur Y-Achse, das heißt, ihr seht es hier grün eingezeichnet, ich könnte quasi jeden Punkt spiegeln mit einer Ausnahme, nämlich den Scheitelpunkt. Der ist quasi Fixpunkt und wird auf sich selber abgebildet. Der Scheitelpunkt ist wichtig in den folgenden Aufgaben. Der hat nämlich eine Eigenschaft, der hat den kleinsten Funktionswert. Müssen wir uns nochmal zurückerinnern. Diese ganzen Werte hier unten, also die y-Werte, die rauskommen, das sind alles Funktionswerte. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann ist diese 0 tatsächlich, der Scheitelpunkt, ist der kleinste Funktionswert. Denn links davon geht es nach oben und rechts davon geht es nach oben. Also haben wir hier den kleinsten. Das ist natürlich etwas Tolles für Mathematiker. Definitionsmenge ist r, Wertemenge ist r plus 0. Ja, hört sich ein bisschen schwierig an, heißt nichts anderes. Wir dürfen für unsere x-Werte theoretisch alle Zahlen einsetzen. Ja? Das hört nie auf, ich kann die hier unendlich fortsetzen, diese Normalparabel. Die wird auch ewig weitergehen. Die Wertemenge, das ist das, was rauskommt, also meine Funktionswerte. Diese Werte können nie negativ sein. Ist hoffentlich auch einleuchtend, denn egal von welcher Zahl ich ein Quadrat nehme, es wird immer was Positives rauskommen. Ja, und deswegen schreibt man hier auch r plus 0. Einfach so eine Randbemerkung. Ja, und das war's schon tatsächlich. Das war's zur quadratischen Funktion. Die erste quadratische Funktion, die wir kennengelernt haben, war die sogenannte Normalparabel und die seht ihr hier vor euch. Wenn ihr das Ganze jetzt abzeichnet, diese Wertetabelle könnt ihr natürlich auch in zwei Zeilen machen, aber das sollte einigermaßen untereinander sein, dass man das auch so gut beschriften kann. Bitte gebt euch Mühe beim Einzeichnen.